Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem ersten Fotowalk im Jahr 2023 und zu meinem ersten Fotowalk mit der Fujifilm X-T5 überhaupt. Ja, ein POV-Fotowalk durch Düsseldorf an diesem ersten schönen Tag des Jahres, den ich neulich genutzt habe dafür. Neben der X-T5 hatte ich das 18mm f1.4 RLMWR dabei und auch natürlich meine Lieblingslinse, das 33er Pendant. Gestartet bin ich, wie man hier sieht, an der Berliner Allee. Viel Spaß! Die Berliner Allee ist eine nette Ecke zum Fotografieren, ist eine der Hauptadern durch Düsseldorf, Süd-Nord-Adern. Hier ist es einfach sehr nett, weil die Sonne hier, wie man sieht, ganz schön in die Straßenschluchten fällt und man dann halt diese Schattenspiele fotografieren kann. Die Bilder, die ihr seht, sind wie immer unbearbeitet bis auf Cropping und Begradigen. Ansonsten habe ich immer die straight out of camera JPEGs benutzt, ja, ohne da weiter was dran zu machen. Für meine Schwarz-Weiß-Fotografie, die sehr kontrastreich sein darf, benutze ich immer Rezepte auf Basis von Acros plus R-Filter. Für meine Farbfotografie, die ihr nachher auch im Video noch seht, benutze ich immer Classic Neck. In so einem POV-Video, das eigentlich 2 Stunden dauern müsste, kann ich euch natürlich nicht den ganzen Fotowalk zeigen. Ich versuche aber schon eigentlich das so zu schneiden, dass ihr nichts Nennenswertes verpasst. Manchmal läuft man ja auch nur zwischendurch. Das mache ich manchmal durch Vorspulen, also oder Bildbeschleunigung. Ich zeige auch nicht jedes Bild, das ich gemacht habe. Ich sortiere vorher die technisch wirklich nicht gelungenen Bilder aus. Aber alles andere, das was brauchbar ist, das versuche ich euch eigentlich hier zu zeigen. Mega spannend fände ich, wenn ihr Bock habt, dass ihr mir mal in die Kommentare schreibt, welches Bild, also an welcher Timecode-Stelle im Video, euer Favorit ist. Das würde mich total interessieren. Während wir hier mal so gemütlich durch die Stadt schlendern, kann ich euch ja schon mal so ein bisschen meine ersten Eindrücke bezüglich der X-T5 und der Streetfotografie schildern. Wer mein erstes Eindruckvideo von der X-T5 gesehen hat, der weiß vielleicht, dass ich mit der Umstellung von Rangefinder, also von der X-Pro 3 auf die X-T5, so ein bisschen meine Schwierigkeiten oder Sorgen hatte. Da kann ich schon mal sagen, das hat sich auf jeden Fall durch das doch häufige Benutzen der neuen Kamera jetzt ein bisschen relativiert. Im Gegenteil haben sich manche Dinge für mich sogar als äußerst positiv herausgestellt. Zum Beispiel hat die X-T5 den deutlich leiseren Shutter. Ich mag ja gerne so ein bisschen Feedback von der Kamera. Wenn es ganz leise ist oder überhaupt nichts zu merken ist, wie bei der X100V, habe ich da auch so ein bisschen meine Probleme mit. Aber bei der X-T5 ist das wirklich so dezent, aber trotzdem ausreichend genug für mich. Das finde ich wirklich super. Dann das Display. Nachteil ist, ich schaue jetzt wieder häufiger aufs Display, was ich gerade fotografiert habe. Das habe ich mit der X-Pro 3 wirklich nach hinten gestellt durch dieses Display, was dann ja auch versteckt ist, wenn man es hochklappt. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, aber das Display als solches von der X-T5 ist halt wirklich super. Das sieht viel, viel besser aus, das löst höher auf als bei der X-T3 und bei der X-Pro, die ich ja zuletzt hatte. Und ist halt auch von seinem Klapp- und Bedienkonzept einfach wirklich absolut genial und aus meiner Sicht das Beste für Fotografie, was man haben kann. Das hier ist so eine Location in der Nähe vom Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf, an der ich mich schon häufiger öfter aufgehalten habe, gerade wenn die Sonne so reinscheint. Wenn dann auch noch Leute mit Color-Matching-Klamotten da reinlaufen, dann macht das natürlich besonders Spaß.
Übrigens habe ich in der Vergangenheit mal behauptet, dass ich alles mit Einzelauslösungen mache. Mittlerweile muss ich gestehen, benutze ich doch ab und zu mal den Burst Mode der Kamera. Allerdings den Low Burst und mit nicht mehr als 4 Bildern pro Sekunde. Einfach um sicher zu gehen, dass ich solche Schrittbewegungen auch tatsächlich einfangen kann. Aber ja, wirklich 4 Bilder pro Sekunde, damit sich der Bilderwahnsinn am Ende, den ich aussortieren muss, einigermaßen in Grenzen hält. Das ist jetzt hier so eine Lichtsituation, da hätte ich ganz gerne doch manchmal ein etwas teligeres Objektiv dabei. Aber gut, das 33mm sind 50mm, damit habe ich jetzt versucht, irgendwie was hinzukriegen. Das sind aber natürlich die Lichtsituationen, die ich suche. Nur müsste ich mich hier leider mitten auf die Straße stellen, um da an der Ecke des Hauses einigermaßen vernünftig zu fotografieren. Mit dem 18er bin ich dann natürlich aus der Nähe ein bisschen besser aufgestellt. Das seht ihr gleich auch, wenn ich gleich nochmal ein bisschen näher an die Häuserwand rangehe. Aber ja. Das sind halt die Situationen, da ist einfach keine Brennweite ganz genau die richtige, die man dabei hat. Hier könnte dann wirklich mal ein Zoom-Objektiv punkten. Zu Bildern wie den nun folgenden werde ich immer wieder mal gefragt, wie ich da die Belichtung so schnell vornehmen kann, dass das straight out of Kamera funktioniert. Ich fotografiere in der Regel mit der Blendenpriorität, das heißt die Blende ist das einzige, was ich wirklich selber einstelle, und dann arbeite ich ganz viel mit der Auto-ISO und zusätzlich in Kombination mit der Belichtungskorrektur. Das ist einfach aus meiner Sicht in der Street die schnellste Methode, um die Schatten dunkel und das, was ich gerne normal belichtet haben möchte, ja, korrekt zu belichten. Ihr seht mich jetzt gleich in derselben Lichtsituation zwischen Schwarz-Weiß und Farbrezept hin und her wechseln. Das liegt natürlich häufig an den Klamotten, die die Leute tragen. Hier wäre es zum Beispiel total schade gewesen, den Hunde-Gassigeher mit seinen roten Turnschuhen und dem roten Pulli in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Das ist schlicht und ergreifend der Grund, warum ich manchmal zwischendurch spontan das Rezept wechsle. Hier laufen wir jetzt durch einen wirklich sehenswerten Bereich der Karlstadt, ein historisch auch nicht unbedeutender Teil, weil er im Mittelalter tatsächlich auch innerhalb der Düsseldorfer Zitadelle lag, von der ja nichts mehr übrig ist. Hier stehen ganz viele Palais und alte Bürgerhäuser und mittlerweile finden sich dort viele Handwerks- und auch Kulturbetriebe, wie beispielsweise das sehr zu empfehlende Düsseldorfer Marionettentheater. Wer sich für sowas mit seinen Kindern interessiert, dem sei ein Besuch da mal dringend empfohlen. Aber es werden auch tatsächlich Stücke für Erwachsene in den Abendstunden gespielt. Was ich an der X-T5 jetzt nach den ersten Walks auch auf jeden Fall schon zu schätzen weiß, ist der gelungene Kompromiss aus ja, kompakter Größe, einer vernünftigen Griffigkeit, einem vernünftigen Gewicht und, naja, bei mir in Schwarz zumindest auch einer wirklich guten Unauffälligkeit für die Streetfotografie. Natürlich hängt Kompaktheit und Gewicht immer vom benutzten Objektiv ab, aber bei all den Möglichkeiten, die man bei Fujifilm selber oder auch bei den Drittherstellern mittlerweile hat, lassen sich hier auf jeden Fall tolle Kombinationen für die Streetfotografie zusammenstellen. An der jetzt folgenden Stelle kann ich eigentlich auch nicht anders, als nochmal ein bisschen den Düsseldorfer Stadtführer zu geben. Jetzt sind wir nämlich am Karlsplatz. Das ist der älteste noch betriebene Marktplatz in Düsseldorf und ist benannt nach Kurfürst Karl Theodor und ist jeden Samstag wirklich ein Treffpunkt von allen Schichten,
allen möglichen Menschen, die hier einkaufen gehen oder Mittagessen gehen. Ist auch in der Woche ein beliebter Ort, um sich mal ein Süppchen an einem der Stände zu holen. Hier kann man auch morgens schon irgendwo ein Gläschen Wein schlürfen oder ein leckeres Altbierchen trinken, beim Bäcker einkaufen, beim Gemüsehändler einkaufen. Wie man sieht, ist das hier wirklich samstags sehr gut besucht. Und aufgrund der Enge der Gassen zwischen den Marktständen ist das hier natürlich auch ein klarer Fall fürs 18 mm. Wie man schön sehen kann, geht die Karlstadt unmittelbar in die Düsseldorfer Altstadt oder auch die längste Theke der Welt über. Warum die so heißt, erkläre ich vielleicht mal in einem anderen Video. Für Fotografen ist die an solchen Tagen, an solchen sonnigen Tagen besonders interessant, weil man ganz viel von solchen Lichtkegeln fotografieren kann, nicht nur an Stellen wie dieser, sondern auch, wenn die Sonne halt durch die kleinen Altstadtgassen scheint oder man von einer Seitengasse aus einen Lichtkegel auf der Hauptstraße fotografiert, durch den dann halt zahlreiche spannende Leute laufen. Davon sehen wir nachher auf jeden Fall noch mehr. Da hinten sieht man schon den Lichtkegel an der Ürige Brauerei. Da sind so Werbetafeln. Ich nehme mal an, das sind Baustellenzäune. Hier habe ich jetzt auch mein fotografisches Netz ausgeworfen und warte, dass interessante Leute da durchlaufen. Für alle, die sich wundern, warum da Hosen auf dem einen Schild steht. Ja, die Toten Hosen lassen von dem Ürige ein helles Brauen. Und das heißt dann halt Hosenhell. Und die Werbung ist halt mit dem Tote Hosen typischen Totenkopf. Hier geht es jetzt so langsam aber sicher vorbei am großen Rathausplatz von Düsseldorf, wo noch der riesige Weihnachtsbaum steht, in Richtung Burgplatz, dem wichtigsten Platz eigentlich in der Altstadt, wo der alte Schlossturm steht und wo man natürlich dann auch wunderbar auf die Rheinuferpromenade gehen kann. Hier habe ich übrigens einen Herrn erwischt, der sich nach mir umgedreht hat. Wer mal etwas genauer wissen möchte, wie die rechtliche Situation ist in Sachen Streetfotografie, was man darf, was man nicht darf, hier auf meinem Kanal gibt es ein entsprechendes Video dazu und alle anderen Informationen findet ihr natürlich auch in meinem Buch. Dieses Riesenrad, was mittlerweile eine große Werbefläche für ein Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen ist, steht übrigens nicht immer hier, das ist nur saisonal bedingt aufgestellt. Und das Ding hier ist tatsächlich der alte Schlossturm aus dem einzigen überregional bekannten Karnevalslied aus Düsseldorf. Und von hier aus ist man ruckizucki in wenigen Sekunden auf der Rheinuferpromenade. Allerdings ist hier am Schlossturm erstmal die große Freitreppe, wo sich eigentlich bei schönem Wetter immer Leute darauf aufhalten und ein Bierchen trinken und einfach die Aussicht genießen. Was die Fujifilm X-T5 und den neuen Sensor angeht, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, vielleicht meine ersten Eindrücke in der Streetfotografie dazu. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, braucht man einen 40 Megapixel Sensor unbedingt in der Streetfotografie? Natürlich nicht.
Das ist vollkommen klar. Was mir schon aufgefallen ist, ist wirklich die stärkere Detailtiefe, wenn man mal reinzoomt in ein Bild oder auch wenn man wirklich Strukturen aufnimmt. Da kriegt man schon mit, dass der Sensor was bringt. Ich habe auch eine ganze Reihe von Nachtaufnahmen gemacht mit der Fujifilm X-T5. Schaut mal bei Instagram vorbei. Im japanischen Viertel in Düsseldorf habe ich da relativ viel gemacht in letzter Zeit. Was mich wirklich überrascht, ist, dass auch bei hohen ISO-Zahlen das Rauschen eher besser geworden zu sein scheint als schlechter. Das war ja eine Befürchtung von vielen, dass das eine Katastrophe wird. In einer Szenerie wie der nun folgenden kommt man als Streetfotograf schon mal in eine moralische Zwickmühle. Auf der einen Seite ist das eine total herrliche Szenerie, bei so tollem Wetter einem Seifenblasenmacher zuzuschauen. Auf der anderen Seite möchte ich unbedingt vermeiden, Kinder besonders gut erkennbar zu fotografieren. In einer kleinen Gruppe wie dieser hier halte ich das für vertretbar und ich glaube auch nicht, dass ein Kind wirklich identifizierbar ist. Bei den nun folgenden Bildern wird vielleicht einigermaßen klar, warum ich das neue Fujinon 33mm 1.4 so liebe. Ich mag es einfach total, mit einer 1.4 Leute freizustellen und auf eine gewisse Entfernung auch zu fotografieren, und da ist so ein Nifty-Fifty einfach wunderbar. Insbesondere mit der neuen X-T5 habe ich festgestellt, dass das Objektiv seine ganze Qualität ausspielt. Und ich finde auch nicht, dass im Gegensatz zum alten 35-1.4 charakterlich irgendwelche Einschränkungen gemacht werden müssen. Mein absolutes Top-Lieblingsobjektiv von Fuji aktuell. Da sich hier an diesem Tag fotografisch überhaupt nichts ergeben hat, überfliegen wir leider nur kurz die Ratinger Straße oder auch die Rettemateng, wie die Straße im Volksmund heißt. Hier geht eigentlich auch der Düsseldorfer Ureinwohner noch ganz gerne aus, weil sich hier nur selten Touristen oder gar Junggesellenabschiede hin verirren. An der bunten Wand, die da hinten hinter der Passage des K20 auftaucht, ist, glaube ich, jeder Streetfotograf in Düsseldorf schon mal gewesen. Die Wand ist natürlich auch absolut, ja, einzigartig in ihrer Struktur und Farbgebung und deswegen immer wieder spannend für Streetfotografie-Motive. Bei Maklern heißt Düsseldorf die Stadt der kurzen Wege und vielleicht hat dieser Streetwalk euch so ein bisschen klar gemacht, dass man auch mit, naja, 2 Stunden Aufwand in Düsseldorf eigentlich schon eine ganze Menge zu sehen bekommt, auch wenn das natürlich noch längst nicht alles war. Aber mit diesen letzten Bildern hier aus der Altstadt verabschiede ich mich langsam aber sicher von diesem Fotowalk und von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Vergesst nicht, unten in die Kommentare zu schreiben, welches der Bilder euch am besten gefallen hat. Jetzt noch nicht, kommen noch ein paar. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns ganz bald hier auf dem Kanal wieder sehen und wieder hören. Es geht weiter um Streetfotografie, es geht weiter um Fujifilm. Schaut sehr gerne auch in mein Buch. Unten in der Beschreibung ist ein Link zum Direktbestellen beim Verlag. Die versenden versandkostenfrei und meistens innerhalb eines Tages. Ich würde mich freuen, wenn es auch dazu Feedback gibt, vielleicht auch sogar eine kleine Rezension. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier mit den letzten Bildern aus der Altstadt und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir sehen und hören uns bald. Bis dahin, ciao.